Hallo, heute möchte ich euch von Crucial die Ballistics Tactical Arbeitsspeicher zeigen. Und zwar einfach mal, um euch dieses schöne Design hier ein bisschen näher zu bringen. Wer das mal live sehen möchte, das ist in diesem Fall ein 2x8 GB Kit, insgesamt 16 GB, könnt ihr sehen. Die Rückseite, die preist einige Features an in verschiedenen Sprachen, unter anderem hier auf Deutsch, das Ganze für Mainstream-User und Spieler. Es gibt verbesserte Geschwindigkeiten und Latenzen für Enthusiasten hier und ausgewähltes Komponenten, fortschrittliche Geschwindigkeiten und Timings für die neuesten Plattformen. Das Ganze ist einfach zu öffnen. Eine harmlose Blisterverpackung, die hier oben sich schön zu öffnen lässt, freundlicherweise. Und ich zeige euch mal einfach einen Riegel aus der Nähe. Die sind nämlich wirklich sehr, sehr schön designt. Wer sich das hier mal live anschauen möchte, abseits der ganzen Renderfotos, die es so im Internet gibt, denn wer sich so ein High-End-PC kauft, da kommt es ja oft nicht nur auf die Leistung an, sondern auch ein bisschen auf die Optik. Auch wenn man heute nicht mehr ganz so oft mit zum Beispiel transparenten Seitenfenstern arbeitet, das war ja früher viel der Fall, und mit Innenbeleuchtung, das macht man ja heutzutage eher selten. Trotzdem sind das hier wirkliche Augenweiden, diese Speicher. Gerade auch hier mit dieser orangefarbenen Kühlung drauf auf den Speichersteinen und hier oben noch mit diesem Überstand. Ich weiß nicht, ob das die Kühlung noch verbessert hier oben. Auf jeden Fall sieht das sehr, sehr, sehr edel aus, wie ich finde. Zweimal Crucial Ballistics Tactical in jeweils 8 GB. Mehr kann ich wirklich nicht sagen. Ich gebe euch noch ein paar schöne Nahansichten hier und bin jetzt raus. Schaut mal auf meinen Kanal, wenn ihr mehr solche Reviews sehen wollt zu den verschiedensten Produkten. Würde mich sehr freuen. Ich mache auch viele Anleitungen, wie ihr euch euren PC zusammenbauen könnt oder auch vieles aus dem Softwarebereich. Schaut da mal rein, würde mich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr mir auch eine positive Bewertung geben. Ich bin jetzt aber raus. Tschüss vom Yogi285. Ciao, ciao.